Hallo, wissen Sie, was Vollkornbrot und Linsen gemeinsam haben? Und wissen Sie, warum diese Lebensmittel Ihr Leben verlängern können? Bleiben Sie dran, ich erkläre es Ihnen gleich. Tja, was haben Linsen und Vollkornbrot gemeinsam? Klar, das sind Lebensmittel mit einem hohen Anteil an Ballaststoffen. Darum geht es heute in Schneiders Sprechstunde. Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Schneider. Ich bin niedergelassener Kardiologe in Köln und möchte heute über die medizinischen, gesundheitliche Bedeutung von Ballaststoffen einiges Ihnen erzählen. Ballaststoff ist ja ein schreckliches Wort. Wer möchte schon gerne sich belasten mit Ballaststoffen? Das ist ein Gebiet in der Ernährungsmedizin, in der Ernährung, was in den letzten Monaten, in den letzten Jahren erheblichen Aufschwung erfahren hat, nämlich die Erkenntnis, dass die sogenannten Ballaststoffe alles andere sind als Ballast für unseren Körper, sondern hilfreich. Vielleicht überlegt man sich als erstmal, was eigentlich ein Ballaststoff ist, wie Ballaststoffe definiert werden. Und Ballaststoffe sind Nahrungsbestandteile, die unverdaulich sind. Ganz simpel formuliert, der Körper kann die nicht wirklich aufnehmen. Wir haben keine Enzymsysteme, um zum Beispiel Zellulose, ein solcher unlöslicher Ballaststoff, um den aufzulösen. Das können Tiere zum Beispiel, wir können es nicht. Und deswegen war vor Jahrzehnten die Idee, das sind eigentlich Nahrungsbestandteile, die wir nicht wirklich brauchen. Das ist im Laufe der 70er Jahre eigentlich widerlegt worden, indem man gezeigt hat, dass Menschen von afrikanischen Völkern, die hohe ballaststoffreiche Ernährung zu sich nehmen, fast keine koronare Herzerkrankung, keine kardiovaskulären Erkrankungen entwickeln. Dann ist so ein bisschen das Interesse verebbt und in den letzten Jahren gab es eine Vielzahl von Studien, die das wieder aufgenommen hat und sich Daten analysiert hat, die zeigen, dass Ballaststoffe sehr wohl wichtig sind. Nun, ich werde in der Sprechstunde immer wieder gefragt, Herr Professor Schneider, wie kann ich mich denn optimal ernähren? Und das ist ein ganz schwieriges Gebiet, ein ganz schwieriges Feld. Warum? Weil es nur ganz wenige wissenschaftlich hochwertige Studien gibt in der Ernährungsmedizin, die tatsächlich als wissenschaftlicher Arzt gut ansetzen kann, um Empfehlungen auszusprechen. Dennoch gibt es sehr, sehr große sogenannte epidemiologische Untersuchungen, die zeigen, dass Ballaststoffe wichtig sind. Und vor dem Hintergrund habe ich selbst mal bei mir analysiert, sag mal, wie viel Ballaststoffe nimmst du denn eigentlich zu dir? Nun muss ich zugeben, ich bin weder Vegetarier noch Veganer, ich esse gerne Fleisch, ich esse gerne Süßwaren und habe meine persönliche Ballaststoffzufuhr mal analysiert. Wie kann man das machen? Das kann man machen, indem man Protokoll führt und alles, was man isst, aufschreibt. Das kann man ganz normal auf einem Blatt Papier machen und dann mühsam aus irgendwelchen Internet-Datenbanken zusammenstellen. Oder es gibt ein Programm, das heißt Yasio, blende Ihnen das mal ein, mit dem man das wirklich exzellent dokumentieren kann. Und in dem Programm wird dann berechnet, was an Nahrungsstoffen tatsächlich aufgenommen wurde und dann aufgeschlüsselt in Kohlenhydrate, in Proteine, in Eiweiß, in Fette, in andere Bestandteile, unter anderem eben auch in Ballaststoffen. Und ich zeige Ihnen das hier mal und ich war persönlich wirklich erschrocken, dass ich hier auf 7 Gramm Ballaststoffzufuhr kommen und das ist wirklich, wirklich sehr niedrig. Am Ende des Vortrags hier, der YouTube-Präsentation, zeige ich Ihnen, dass es eigentlich darum geht, mindestens 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu sich zu nehmen. Warum? Warum sollen wir so viele Ballaststoffe zu uns nehmen? Und das ist wirklich faszinierend. Die Studien der letzten Jahre haben immer wieder und wiederholt gezeigt, dass Menschen, die mehr Ballaststoff zu sich nehmen, sehr viele gesundheitliche Vorteile davon haben. Also, ich habe mal eine Reihe von Studien mitgebracht. Zum Beispiel wurde gezeigt, dass durch eine erhöhte Zufuhr von Ballaststoffen die koronare Herzerkrankung reduziert wird. Die Inzidenz von Brustkrebs wird reduziert. Die Inzidenz von Schlaganfall wird reduziert. Es wurde gezeigt, dass das nicht nur für Ballaststoffe an sich, sondern für eine sehr spezielle Gruppe, nämlich für Vollkornprodukte, dass Vollkornprodukte tatsächlich die Gesamtsterblichkeit reduziert. Und es wurde auch gezeigt, dass ganz generell die Sterblichkeit an Krebs signifikant reduziert wurde. Und dann, das wundert eigentlich wirklich auch, dass die Gesamtsterblichkeit
signifikant reduziert wird. Also wow, muss ich sagen, das scheint ein Nahrungsbestandteil zu sein, um den wir uns kümmern müssen, der wirklich Sinn macht, sich darum zu kümmern und die Zufuhr an Ballaststoffen deutlich zu erhöhen. Und wenn man hört, Schlaganfallinzidenz wird reduziert, habe ich Ihnen nicht gezeigt, Diabetiker profitieren besonders davon, Krebsinzidenz und Sterblichkeit wird reduziert, dann fragt man sich natürlich, Wahnsinn, wie macht das denn ein Ballaststoff? Wie machen Ballaststoffe das, die eigentlich nicht aufgenommen werden, dass sie hier Prognose verbessern können? Und da sind eine Reihe von Mechanismen sind analysiert worden. Also es geht zum Beispiel um Blutzuckersenkung. Es geht darum, dass Cholesterinwerte durch einen erhöhten Ballaststoffzufuhr gesenkt werden können. Körpergewicht wird gesenkt, die Insulinresistenz wird verbessert und inflammatorische Prozesse im Körper werden reduziert, gemessen am sogenannten C-reaktiven Protein. Also ein ganzer bunter Strauß an Mechanismen, die dazu beitragen, dass Entzündung im Körper reduziert wird, dass kardiovaskuläre Risikofaktoren reduziert werden und dann offensichtlich summa summarum die Gesamtsterblichkeit reduziert wird. Auf gut Deutsch, wir leben länger, wenn wir mehr Ballaststoffe zu uns nehmen. Und so über den Daumen kann man sagen, die Zunahme der Ernährung um 10 Gramm Ballaststoffe reduziert die Wahrscheinlichkeit zu versterben um 10%, so als Faustformel. Also 10 Gramm Ballaststoffe zusätzlich, das wären bei mir von 7 auf 17 Gramm, reduziert die Wahrscheinlichkeit zu versterben in den nächsten Jahren um 10%. Das ist phänomenal. Und das gilt im Übrigen auch für die Inzidenz von Schlaganfall, Inzidenz Brustkrebs, all die anderen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe. Das heißt, wir, wenn Sie sich zu der Gruppe auch zugehörig fühlen, die zu wenig Ballaststoffe zu sich nehmen, wie die meisten im Übrigen in Deutschland, müssen uns überlegen, okay, wenn das so ist, wie können wir die Ballaststoffzufuhr pro Tag erhöhen? Und in welchen Lebensmitteln sind diese Ballaststoffe eigentlich vorhanden? Wie sollte ich mich ernähren? Sag mir das mal. Ich habe Ihnen eine Tabelle, blende ich Ihnen ein, wo aufgeführt wird, in welchen Lebensmitteln viele Ballaststoffe enthalten sind. Und vielleicht einfach zu merken, das sind zum Beispiel Erbsen, Bohnen, Linsen, Vollkornprodukte und Haferflocken. Und ich glaube, dass man mit diesen Lebensmitteln super zurechtkommt, wenn man tatsächlich sich entscheidet, die Ballaststoffkonzentration in meiner Ernährung am Tag zu erhöhen. Und ich habe das mal gemacht. Ich habe mich entschieden, das ist natürlich wie alles in der Ernährung ein langwieriger Prozess, Lebensmittel zu mir zu nehmen, die ballaststoffreich sind. Ich habe hier mal ein Bild, jetzt zeige ich Ihnen, wie ich das gemacht habe. Sie sehen hier auf der linken Seite Linsen und dann liegt ein, in Hessen würde man sagen, das ist ein Handkäse. Weiß nicht, wer von Ihnen aus Hessen kommt. Ich liebe Handkäse. Das ist im Prinzip ein eiweißreiches Proteinprodukt aus Kuhmilch, was sehr kalorienarm ist. Das ist nicht jedermanns Sache, aber das wäre so ein Proteinaspekt. Aber Sie sehen sehr, sehr viele Linsen. Und die Linsen sind, hatte ich Ihnen gerade in der Tabelle gezeigt, wirklich stark ballaststoffhaltig. Also eine einfache, gesunde Mahlzeit, die auch darüber hinausgehend auch noch sättigend ist. Und ich hatte Ihnen vorhin ja SIO-Analyse gezeigt. An einem Tag mit wenig Ballaststoffen. Ich zeige Ihnen hier, dass tatsächlich die Ballaststoffzufuhr durch einige wenige Kniffe immerhin schon mal über 20 Gramm angestiegen sind, aber noch entfernt ist von dem Ziel 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag. Hat er gesagt, 10 Gramm Ballaststoffe reduziert das Risiko zu versterben um 10% in den nächsten Jahren. Also ist sicherlich wert, sich darum zu kümmern. Also Ballaststoffe sind eigentlich gar kein Ballast, sondern Ballaststoffe müsste man eigentlich umbenennen. Ich weiß nicht, auf was für die Ideen Sie kommen. Ich habe mir so alternative Namen mal überlegt. Vitalstoff, Superstoff, der Lebensstoff, Lifesaver. Also wer von Ihnen die Lifesaver aus Amerika kennt, das sind ja so kleine Bonbons mit einem Loch in der Mitte. Oder Life Fuel, wie auch immer Sie es bezeichnen wollen. Denken Sie darüber nach und versuchen den Anteil an Ballaststoffen in Ihre Ernährung zu erhöhen. Vielen Dank, tschüss, bis zum nächsten Mal.